3, 2, 1. Ladies and Gentlemen, liebe Pelikane, willkommen zurück zu Mass Effect 2. KDFLP hier, euer Ding am Start. Letztes Mal haben wir Zombie gemacht. Wir haben die Kollektoren weggezwiebelt auf ihrem garstigen Schiff, was uns schon mal abgeschossen hat. Okay, und wir haben übel viele neue Nebenmissionen. Und die werden wir jetzt auf jeden Fall ansteuern. Weil, was sein muss, muss sein. Treibstoff ist voll, Credits haben wir genug. Massenportal, holy shit, alles von Quest. Okay, was machen wir? Ich glaube, das ist die Hauptmission, Reaper FFS beschaffen, also das nicht. Also machen wir Tali helfen, Justica rekrutieren. Garrus helfen. Wir helfen Grunt. Grunt helfen. Und Morden kann man hier auch helfen. Okay. Krass, man kann beiden helfen. Interesting shit, bitches. Morden und Grunt. Ich glaube, Grunt ist automatisch dabei. Ja? Oder? Ist er nicht dabei? Ja, fast alle Charaktere freigeschaltet hier über das fucking interesting. Tali und... Ja, komm. Den Doktore. Zwei Pünktchen. Inferno-Granate, ja, los geht's. Tali, 4 Punkte. Schattenschlag, ab geht er den Peter. Mehr Damage, würde ich sagen. Wir brauchen mehr Damage. Morden, 2 Punkte. Ja gut, den nehmen wir uns auch, weil den versuchen wir jetzt zu einem Freund zu machen, damit wir diesen Neutralschlag da lernen können, oder wie das hieß. Ganz schön windig hier. Chanka! Was geht ab, Bitches? Yes, sir. Whoa, whoa, whoa. Put your weapons down, Bitches, if you wanna live. Put your fucking guns down. Reden Sie bald mit dem Alien. Sollten wir beschließen, dass Sie nicht willkommen sind, werden Sie das kurz vor Ihrem Tod noch erfahren. Witzig! Wie eine Kugel oder was? Boah, Schamane, Alter, what the fuck? Ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Wir gehen einfach mal überall. Die Chiffrierung der Berichte des Erdnard-Clans ist simpel. Halt einen Schnauze jetzt. Der Kundschafter ist von einem gefangenen Salarianer die Rede. Gut, also Gespräch mit dem Kundschafter oder dem Anführer. Beides ist akzeptabel. Warst du da, als das Lager der Frauen letzte Woche die Kinder rübergeschickt hat? Hübsches Messer. Alter, hier sind voll die Slums, ey. Grüße, Mensch. Mein Name ist Raj. Sehen Sie sich doch mal meine Nimm's Waren mit. An. Was haben Sie auf Lager? Größtenteils Lebensmittel und Getränke, die für Menschen giftig sind. Grünkohl ist hier sehr beliebt. Aber spielen Sie nicht den Harten. Es würde sie innerlich zerreißen. Außerdem habe ich noch Waffen, Altmetall und Nahrungsmittel, sofern die Pyjacks sie nicht gestohlen haben. Viel ist nicht übrig.
Schauen Sie sich ruhig in meinem Kiosk da drüben um, wenn Sie etwas kaufen möchten. Ich muss gehen. Wie Sie wollen. Munition für schwere Waffen. Was ist das? Schilder um 5% erhöhen. Was geht, Alter? Was geht's? Boom. Getrackt. Todesmaske. Muss ich das dann ausrüsten, das Ding, oder habe ich das? Ich kauf's einfach mal. Wir schmeißen ja mit Credits um uns. Daher, fuck it. Fuck it, bitches. Okay. Ich glaube, es hatte meine Augen. Riskieren Sie ruhig eine ordentliche Summe, Mensch. Boah, wir können hier wetten. Wir wetten auf den Roten, oder? Mal ein bisschen Gamba hier. Bissel Gamba, Gamba. Aha! Aha, that's how we roll, bitches! Warte, wir haben 250 gesetzt und wir haben 250 bekommen. Das heißt, wir haben 0 gewonnen. Well done! Das Maul. Augen nach vorn! Was wollen Sie, Mensch? Rex hat gesagt, der Kundschafter, Grüße! Aber er hat nicht gesagt, dass Sie mich ansprechen würden. Sie sind also verantwortlich für Erdnats Kundschafter. Wozu die Zeitverschwendung auf Ungeziefer zu schießen? Munition ist das Einzige, was hier auf Tuchanka nicht knapp ist. Als Commander der Kundschafter muss ich ein Vorbild sein. Außerdem fallen die Drecksviecher über die Lebensmittelvorräte her, wenn sie zu viele werden. Und das geht gar nicht. Danke für die Information. Wenn Sie meinen. Geben Sie mir einen Grund. Hä, muss ich nicht irgendwie... Halt's Maul, Leute. Beste Mann. Ich muss arbeiten. Die Idioten haben dieses Tonka ohne Ansaugstutzen aus einem Gefecht zurückgebracht. Er wurde ihnen angeblich im Feld weggeschossen. Verraten Sie mir mal, wie ein Tonka ohne Ansaugstutzen laufen soll. Ich habe bei den Kroganern noch nie einen Mechaniker gesehen. Glauben Sie, wir entführen Quarianer und lassen Sie die harte Arbeit machen? Nein, das haben wir aufgegeben. Ich gehe raus ins Feld. Wenn ich einen Ansaugstutzen sehe, bringe ich ihn mit. Das würde mir einen Haufen Arbeit sparen. Vielleicht brächte es sogar mein sonniges Gemüt zurück. Ich gehe Ihnen mal aus dem Weg. Tun Sie mir bloß keinen Gefallen. Boah, Alter, ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss, Leute. Das ist hier richtig verwirrend, ey. Organer mussten Genozide ertragen, Nuklearangriffe, Bürgerkriege und haben überlebt. Beeindruckend, wie sich Lebensformen anpassen. Immer wieder, trotz der Umstände. Boah, ich kann den schlagen. Richtige Watsche. Richtige Watsche. Schadensbonus auf Sturmgewehr. Fuck yes, bitch. Fuck yes. Digga, der will voll viel Geld hier. Kommen schon wieder mit dem Handel. Dann, ey, Pisser. Listen, ich bitch. Bin Vortec, oberster Forscher aller Wissenschaften für den Erdnattplan. Und ich habe keine Zeit für Ihre stümperhaften Fragen. Wie vielen Menschen gestattet es der Clanführer, sich frei unter den Erdnatt zu bewegen? Nicht viel. Da stellt sich doch gleich die Frage, was Sie hier wollen. Ich habe mir das Recht verdient, hier zu sein. Wollen Sie wissen, wie? Also gut. Aber wenn Sie meine Forschung stören, lasse ich Sie entfernen. Sie arbeiten sicher an etwas ungemein Bedeutendem. Ich war dabei, die größte und beste Angriffswaffe aller Zeiten zu bauen. Der Planet hätte gebebt. Aber der neue Clanführer vergeudet meine Zeit mit banalen Forschungsaufträgen. Genmanipuliertes Getreide, medizinische Neuerungen. Das Zeug können wir doch von den Salarianern kaufen. Die Salarianer haben die Genophage entwickelt. Das habe ich auch schon gehört. Und dennoch trauen sie ihnen, wenn es um Medizin und Landwirtschaft geht? Na klar. Was sollten uns die Salarianer jetzt noch antun? Unfruchtbarer können wir nicht werden. Das heißt, Moment, vergessen Sie es.
Der neue Clan-Chef scheint völlig andere Ansätze zu verfolgen, was die Führung der Krogane angeht. Wenn Sie mehr wissen wollen, sollten Sie mit ihm persönlich reden. Er ist mein Anführer und ich werde mich nicht weiter über ihn äußern. Viel Spaß bei Ihrer Forschungsarbeit. Ja, ja, gehen Sie weiter. Digga, wo ist der? Fuck. Urknot-Thron. Jetzt nehmen Sie den Thron, Alter. Yolo the shit. Denn Mutter ist hungrig. And that's the bottom line. Sie müssen warten, bis der Clan-Führer Sie zu sich ruft. Er hat gerade eine Besprechung. Sie wissen, was die Tradition verlangt. Der Urknot-Clan muss reagieren. Ihre Reformen werden auf Widerstand stoßen. Sie riskieren es, zu einem kritischen Zeitpunkt schwach zu erscheinen. Reicht das? Lol, das ist doch der eine. Entschuldigen Sie mich. Ich dachte... Shepard, mein Freund. Für einen Toten sehen Sie erstaunlich gut aus, Shepard. Ich hätte wissen müssen, dass das Nichts Sie nicht halten kann. Rex, Ihnen scheint es aber auch gut zu gehen. Nicht nur mir, Shepard. Allen Kroganern. Der Erdnet-Clan ist nur der Anfang. Wenn ich fertig bin, sind wir wieder ein geeintes Volk. Sie haben viele Traditionen verletzt, um ihren Willen durchzusetzen. Das ist gefährlich. Tja. Sie reden nur, wenn Sie gefragt werden, Ovenk. Ich führe Ihren Clan zu Ruhm und Ehre, ob ihm das nun passt oder nicht. Der ist so also, männlich, Shepard, der Typ einfach was nur. Das ist Hammer. Wie geht's der gibt mir einfach eine Kopfnuss, wenn ihm was nicht passt. Punkt. Der Tod der Normandy war endgültiger als der meine. Ich bin zurück und führe wieder aussichtslose Kämpfe. Vielleicht können Sie mir dabei helfen. Wir erlauben nur selten Aliens, Geschäfte auf Tuchanka zu machen, aber Sie sind eine Ausnahme. Ich habe einen Krogane in meiner Crew. Er hat so eine Art Krankheit, die behandelt werden muss. Ersatz für mich, was? Nun, ich kann erst sagen, was mit ihm nicht stimmt, wenn ich ihn sehe. Bringen Sie ihn beim nächsten Mal mit. Der Außenwelt-Varan hat sich vermutlich irgendwas Schwaches von den Menschen eingefangen. Ich suche einen Salarianer. Er wurde vom Bloodpack gefangen genommen und hierher gebracht. Mein Kundschafter-Commander kann Ihnen weiterhelfen. Er ist vermutlich in der Nähe und führt eine Zielübung durch. Beanspruchen Sie ihn nicht zu lange. Ich muss die anderen Clans unter ständiger Beobachtung halten. Das riecht dumm. Jetzt müssen wir nochmal mit diesem Grunt hierher kommen. Das ein andermal. Passen Sie auf sich auf, Shepard. Tuchanka ist nicht so sicher und gemütlich wie Ferros und Ilos. Ach, deine Mutter war auch nicht sicher. Und jetzt? Ein falscher Schritt, Shepard. Jetzt sind wir trotzdem hier. Was wollen Sie, Mensch? Sie brauchen zu viel Platz. Maul. Ich suche einen Salarianer. Das Bloodpack hat ihn gefangen genommen und er wurde zuletzt hier in der Gegend gesehen. Ich habe von dem Salarianer gehört. Armer Kerl. Wenn's das Bloodpack war, dann hat ihn jetzt der Werelock-Clan. Ich habe einen meiner Kundschafter hingeschickt, um die Sache zu überprüfen, aber er kam nie zurück. Vermutlich haben sie ihn auch erwischt. Der Chief hat gesagt, ich soll ihn einen der Trucks geben. Folgen Sie einfach dem Highway bis zu Werelocks Basis, wenn Sie den Mumm haben, gegen ihn und das Bloodpack anzutreten. Klar, easy peasy, ist noch keine Gegner, sind Opfer. Jetzt fahren wir wieder Auto. Wir sind lange kein Auto mehr gefahren. Nice. Nein. Mann, ich will Auto fahren. Morden ist jetzt automatisch dabei. That's fucking nice. Das Ding ist, wenn wir zurückkommen. Können wir denn den mitnehmen? Nee, einfach jetzt mit, Alter. Scheiß drauf. Morden 2 Punkte. Fuck you. Grunt hat 11. Boom. Oh, Morden.
Let's go, Bitches. Alter, das ist ein richtiger Tank. So mäßig. Also wir fahren gar nicht Auto, das war nur so eine Sequence jetzt. Boah, that's fucking great. Oh man, let's do this. Okay, sorry. Mach die Tür wieder zu. Blood Packs! Weiß ich schon! Oh yeah, what the fuck is this? The fuck, Alter, 100 Schuss für zwei Gegner. What the fuck? Aber wir hätten bestimmt nur das eine nutzen sollen. Feuer. Feuer. Oh, fuck, fuck, fuck. Leute, hat er mich gerade angesprungen. What the? Wo kommen die? Ich war kurz verwirrt, ich hab nicht aufgepasst. Oh, ich glaube, ich war voll in die Gegner reingekommen. Alter, ich war gerade mega verwirrt. Ich wusste gar nicht, wo ich hin muss. Fuck, überall Raketenwerfer, Monster. What the fuck? Ich war richtig spaced out. Okay, los jetzt nochmal, Bitches. Weil ich eine Sekunde auf die Tastatur geguckt habe. Auf einmal, bam. Schilde unten, alles unten. Fuck you. Let's go, let's do this, assholes. Wo sind die Pisser? Let's fuck them up. Hier, viel Spaß. Boom. So. Ey, das war richtig crazy irgendwie gerade. Ich bin da irgendwie so reingelaufen, auf einmal bin ich da hinten gelaufen. I'm scared as fuck. Sorry. Kurze, präzise Salben, Boys. So, die sind down, die Pisser. Die Lutscher. Oh, man. Was? Nein. Oder nein? Er fühlt sich richtig cool, kann das sein? Spaß. Ein Kugel, oder? Tatsache. Oh yes, going down, bitch. Get the doggies. Ah, der hat den richtig weggeknallt. Okay. Puh. Alles under control. Raffiniertes Iridium. Of course, of course. Ach, was denn ich sag's, Alter? Verwirrt.
that's how you do it, bitch. Okay. Nora. Ja, man, der hat wenigstens Ahnung, wie man schießen sollte, ey. Was? Ansaugen? Ah, das können wir für den einen Typ holen. Das kriegen wir noch geschenkt. Okay, was gibt's? Einfach so. Abgezockt und gut ist. Gut, dann in der nächsten Folge werden wir da diesen Spast suchen. Gehen wir durch diese fucking Tür.